Herzlich willkommen zu Stuff. Heute sind wir bei Damiano Di Viesti. Er ist leidenschaftlicher Tuner und Werkstattbesitzer in Stuttgart. Hallo Damiano. Hallo Christoph. Im Hintergrund können wir eins deiner eigenen Autos sehen und du hast auch selbst daran Hand angelegt. Wie bist du denn zum Tuning gekommen? Zum Tuning bin ich gekommen. 1992 hat sich mein Bruder einen Golf 2 gekauft, hat er umbauen lassen. Der hat mir einfach so gefallen, da habe ich gesagt, ich will auch sowas machen. 18 geworden, Führerschein, Auto geholt und gleich losgelegt. Was bewegt Menschen dazu, so viel Geld für ihr Auto auszugeben? Ist es ein Fortbewegungsmittel? Ist es ein Hobby oder ist es noch viel mehr als das? Ich denke, das ist definitiv viel mehr. Das ist Leidenschaft, Liebe, Emotion, alles in einem, kann man wirklich auch so sagen. Und man will sich ja auch unterscheiden. Na, du willst immer was Eigenes, was Innovatives, was Schönes, was für dich toll ist, möchtest du an deinem eigenen Auto haben. Du möchtest nicht ein Standardauto haben, wie viele andere auch, sondern einfach nur für dich und in deinem Geschmack und deine Geschmacksrichtung. Es sind ja zum Teil recht drastische Modifikationen, die ihr an den Wagen vornehmt und manches vielleicht auch zulasten der Sicherheit. Wie viel darf man denn überhaupt an seinem Auto modifizieren? Was darf man alles machen? Ja, wir müssen auf jeden Fall das machen, was der TÜV den Segen drauf gibt. Das ist schon mal das Erste. In Bezug jetzt als Beispiel nehme ich mal Luftfahrwerke, was gerade richtig im Trend sind. Luftfahrwerke sind ja dafür da, dass man die Autos Höhen verstellen kann. Und wir übertreiben halt doch ein bisschen mit dem Bodenschleifen, nennen wir das mal so. Das heißt also, dass du dein Auto komplett auf den Boden ablassen kannst, was halt leider nur für Showzwecke in Deutschland erlaubt ist. Du hast eben die rechtliche Situation in Deutschland beschrieben. Ist das in anderen Ländern denn so viel anders? Kann man da vielleicht mehr machen oder sind die Möglichkeiten etwas eingeschränkter? Definitiv sind da andere Regelungen. Nimm einfach mal Italien. Du fährst da 1 Zoll größer an Felge und dann ist alles schon vorbei, weil du einfach nichts machen darfst an deinem Fahrzeug. Mhm. Nimmst du jetzt einfach Frankreich, Belgien, Spanien, da kenne ich Leute, wo ich immer auf Messen und Treffen, Veranstaltungen immer sehe und die erzählen mir immer, die dürfen alles, sie können alles. Mhm. Die machen andere Motoren rein, Turbos, was auch immer und da gibt es keinen TÜV, wo es interessiert. Wir sind leider in Deutschland, was heißt leider? Wir leben in Deutschland und wir müssen uns hier anpassen. Wo liegen denn deine persönlichen Grenzen in Bezug auf Fahrsicherheit? Wichtig ist für mich, dass mir nichts passiert, mein Umfeld nichts passiert und gut ist. Natürlich, die Leute kommen und fragen mich, kann man irgendwas Illegales machen, was Radikales machen. Aber da ist bei mir irgendwo mal die Grenze dann da, wo ich sage, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Weil nachher passiert was und dann hast du ein Menschenleben geopfert. Das muss nicht sein, es muss cool sein, Tuning muss safe sein und dann sind wir alle glücklich. Wie hat sich denn die Tuner-Szene in den letzten Jahrzehnten verändert? Kann man bestimmte Entwicklungen absehen? Gibt es irgendwelche Trends, die sich gerade entwickeln? Die Szene hat sich verändert, dass momentan die 3 Fs haben. Felge, Folie, Fahrwerk. Früher war es ganz anders. Früher hat man richtig Hand angelegt. Man hat noch was geschweißt, man hat Zeug entfernt, andere Rückleuchten montiert, andere Front montiert, innen komplett die ganze Kiste zerlegt, alles mit Leder bezogen, Glasfaser, irgendwas gemacht. Jetzt ist es einfach nur noch, ich gehe ein Auto kaufen, was Neues, ich mache die 3Fs und dann bin ich trendy. Wer es mag, aber es ist der Trend. Vielen Dank für deine Zeit, Damiano. Danke dir, Christoph, und danke schön für die Einladung. Ich bin Christoph und das war eine weitere Ausgabe von Stuff. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann!